Ein golden die sehenden Dach wünsche ich von der und die den ein. Wir wollen uns von der Wara mit ein paar Gedanken beschäftigen, mit Gott sein Wut, in seinem Fall, wo wir davon lernen können, wo wir können uns abbühren damit. Ja, ich habe mir über den Gedanken mit dir nur zu denken, eine lebende Gemeinschaft mit Gott, mit Gott eine Gemeinschaft sein. Ich habe einen Vers zu lesen, der aus Malachi 3, Vers 16. Dei wird an Gott glauben, seien einer dem anderen. Der Herr hat abgepost in die Haft gehirt. Er hat sich dort nun abschrieben und wird im Denk hören, wer Farch für am Haft und wer sie nun im Denk hält. Das ist ein Vers, den sind hier so abgeschrieben, wenn wir hier denken, dann wird es mit der Kette, wird es sein, das sagt, da wird an Gott glauben, dann, der sei einer dem anderen. Also, da wird an Gott glauben, dann, die vertalen unser Sieg davon, der Herr hat abgepost und hat gehört. Also, das meint, sie können am Sieg vertalen, wo Gott nicht abgepost hat, wo Gott gehört hat. Er wird sie mit Gott belebt haben. Dann sagt er wieder auch, dass Gott wird auch die Gedanken abschrieben. Und er sagt, er wird im Denken, wer du Farcher für ihn und wer an ihm denken wird. Mit diesen Gedanken, wenn wir daran denken, dann, wo sitzt unsere Gemeinschaft mit Gott? Wo sitzt Gott uns? Und wenn er wird von uns reden aus sein Kind. Wo sitzt er dort an? Wo ist die Gemeinschaft da? Ich denke, von der und Tag, wir haben in dieser drogen Welt rum uns. Alles ist drog. Du hast so viel, was ungeboten wird. Du hast so viel, was ein Mensch tun kann. Dort kann so groß und geben. Dort ein Christ. Vielleicht mit guten Dingen so drag wird, dass er sogar die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater herlucken wird und schwach werden wird. Das ist ganz wichtig für einen Christ, dass er mit Menschen reden wird, die geistlich sind, Gemeinschaft haben mit geistlichen Menschen. Aber es ist nicht weniger wichtig, dass ein Christ auch für sich selbst in der Gemeinschaft mit Gott ist, dass er selbst eine Zeit für sich zu sich sagen wird, in der Gemeinschaft mit Gott hat, in Gott sein Wort checken, was dort sein wird, in Gott sein Wort sein, was es, was Gott will sein, zu mir. Im Psalm 25, Vers 14, dort sage ich, der Herr hat ein Vertrauen auf dich, der am Fürchten, da wird er sein Bund wiesen. Also er sagt hier so, er hat ein Vertrauen auf dich am Fürchten. Und er sagt, es ist da wird er sein Bund wiesen. Was sagt er damit? Er sagt, er wird dort wiesen, wo er du hast, dort Bund, dort in der höchstlichen Besatzung sagt, dort Geheimnis, dort wird er wiesen. Wie wann er wird er uns dort wiesen? Ich denke, die Dinge, die uns mit dem Wut umbohren, sind viele Dinge, vielmal durch, wo wir uns Zeit nehmen dürfen, zum Hörchen, wo wir uns Zeit nehmen dürfen, für Gott sein Wut. Dort, wo er uns die Dinge wiesen kann. Und in den Zeit brauchen wir sehr neulich. Und du wirst erst sehr neulich, dass wir eine lebende Gemeinschaft haben mit Gott. Und dass wir uns nicht von Dingen rum uns, wo der Druck mehr andauern, luten. Dort üben wir an, dass wir nicht die Gemeinschaft haben mit Gott. Dort können sogar ganz gute Dinge sein. Dort können vielleicht sogar sein geistliche Dinge. Aber wenn der erst so viel sein, dort unser Leben so trocken geworden ist, dass wir nicht mal Zeit haben, dem Salz in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, dann kann uns dort diese Boden und dann kann das Leben schwach machen. Dann kann das Leben mit Gott nicht lebendig machen. Also ich würde uns bis mal Mut machen, weil wir nur sein, dass wir die Zeit, die wir mit Gott allein spenden in der Gemeinschaft, dass wir da holen dann und dass wir da nicht luten, rüt kommen mit ans Leben, mit ans
Routine, die ganzen Pläne, wie wir den ganzen Tag haben, wie wir die Zeit verbringen dann. Ich will uns da bis Mut mehr an in Mut wünschen, dass wir so abtecken dann, dass wir den Zeit mit Gott haben, was uns fehlen wird. Gottes Segen finden Sie denn ein, wieder leicht diesen Tag bei der Wolf Ontario.